klingt echt genial. Ja, darum möchte ich, dass der Vater vorne mal darum heute Human. Dass dich endlich einmal um was kümmerst, meinst? Genau. Gießt nochmal ein echt kleines Inventar auf. Es gibt nachher größere, habe ich gesehen. Jo. Glaubst du, das ist ein Schrank größer? Du schaust gleich bei den Dekorationen. Ja, schon, aber da steht ein dekoratives Möbel im begrenzten Stauraum. Also reingeben kann man irgendwas. Achso, das klingt, ja, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich weniger sein. So, die kommen jetzt da. So, wenn ich das Spiel in Vollbild bekomme. Das bei der Werkbank craften. An einem Bauhammer crafte ich das wahrscheinlich sogar. Lust. Nein, Spaß. Ich wollte ihn nur sichern. Nein, da baue ich nur wirklich nur die Sachen so wirklich zum Bauen. Was ist denn? Von Riffen? Heiko, das ist nützlich beim Erkunden von Riffen. Also anscheinend greift der Hai an, wenn man am Riff ist. Ja. Das Riff ist ja unter Wasser. Mhm. Ach so, stimmt. Stimmt. Lost von uns. Oder? Ich hab's gesagt, von uns. So oft wie du mich lost nennst, oder? Gibst du das gleich zurück, gell? Ich hab schon zurück. Ich hab da nix. Also, du, Norbert, also du, Alex, du hast gesagt, du weißt, wie man Eisenbahn herbekommt. Mhm. Wenn du mir jetzt sagst, dass ich die Eisen auf die Dings legen soll. Was? Auf die Griller und das funktioniert, dann würde ich das Spiel verfluchen. Mann. Okay, sehr gut. Könntest du mir nur deine Axt borgen? Ja. Ist das schon möglich eigentlich? Nein. Dass wir. Ach so. Ja, dann ist es eh wurscht. Ich dachte, es ist schon möglich. Mann. Ja, ja. Oh, Richter. Stimmt. Ja, gut. Geerntet dabei wieder. Ich sag's euch ehrlich, ich komm mit dem Menü nicht zurecht. Welches Menü? Weil ich finde zum Beispiel die Kisten nicht. Was heißt, du findest die Kisten nicht? Ist das ein kleines Lager? Das ist es aber nicht auf der Werkbank. Ah, da, oh ja, kleines. Ach so, die. Nein, es ist ein. Ah, es gibt keine Werkbank. Okay. Ich hab das falsche einplatziert. Naja, wurscht, kann man jetzt nicht ändern. Okay, das schaut ein bisschen anders aus. Aber ist okay. Also da hinten sind ein paar Löcher drin. Da kannst du wieder haben. Hat wieder was repariert? Danke. Insel voraus. So. Boah, ich verdurste gleich wieder. Dabei habe ich hier zwei Becher getrunken zuerst. Hast du sie wahrscheinlich nicht getrunken? Oh ja, diesmal schon. Jetzt habe ich. Mal nicht. Jetzt habe ich einen Dreh raus. Denke ich mal. Oder
So, kann ich wieder Seile herstellen? Seile ist wirklich eine Katastrophe, oder? Jetzt passt's. Ah, danke fürs Wiederpflanzen. Ich habe mich hier vertan. Vertun? Was für ein Huhn haben wir? Nein, ich habe unabsichtlich Kartoffeln in die großen gepflanzt. Kannst du das nicht mehr rausnehmen? Nein, ich lasse einfach die jetzt wachsen. Ist aber wurscht. Das geht eh schnell. Genau, ja. Oh, stark. Braucht es eigentlich nur Palmblätter oder soll ich die immer gleich zur Seile verarbeiten? Du kannst sie eigentlich gleich zur Seile machen. Ich brauche eh die Seile. Passt. Das wollte ich nur wissen. Aber ich brauche halt 8 Seile für ein so ein Ding. Das ist halt wirklich viel. Da brauche ich die Wellen jetzt, oder? Ja. 7 kann ich dir mal anbieten. Ja. Mit allem zufrieden. Hab's da droppt. Ob es hier eigentlich auch sowas wie Winter gibt? Das kann ich nicht sagen. Wo ist eigentlich die Insel, die du angeblich gesehen hast? Gerade links vor uns. Links, 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 links. Ich sehe nichts. Anscheinend hast du eine bessere Weitsicht als ich. Ich sehe auch keine. Oh, ich sehe schon. Okay, jetzt muss ich wieder was essen. Oder schleich dich. Das ist eine Plage. Drecksvogel hast. Ob wir das vielleicht einschließen können? Ein bisschen? Man kann dann ein Dach drüber machen. Man kann dann ein Dach drüber machen. Dann kommt die ja auch nicht mehr. Genau, das meinte ich. Andere Variante wäre eine Vogelscheuche zu machen. Stimmt, die kann man machen. Oder wir noch nicht? Oh ja, können wir. Kostet 3x Nagel und 5 Planken. Deko wahrscheinlich. Wenn du willst, kann ich eine bauen. Wenn wir noch Nägel haben. Vorbeifahren bei der geschissenen Insel. Wenn ihr wollt, baue ich einen Nagel. Eine. Ja. Eine Vogelscheuche. Wenn es keine Ressourcenverschwendung ist, dann gerne. Es ist alles Ressourcenverschwendung, aber. Ich bleibe dann wieder mal am Jiffy. Ja, passt. Ich kann gerne mitkommen, falls Loot anfällt, aber ich habe keine Axt und nichts dabei noch. Ich glaube, es fällt eh nichts an. Wahrscheinlich. Schaut aber klein aus wieder. Aber so irgendwelche Nüsse. Nüsse, sag ich. Früchte oder so. Ja, also ich habe eh genug Platz. Also wenn du willst, kann ich auch alleine gehen, aber du kannst gerne mitkommen, wenn du möchtest. Mhm. Ich brauche nur eine Planke. Da ist echt keine Planke in der Nähe. Planke habe ich reingelegt. Achso. In die rechteste Kiste. In die rechteste, alles klar. Ah ja. Boah, du hast viele Planken gehabt, stabil. Wir brauchen auch wieder ein paar fürs Feuer. Habe ich schon platziert. Sehr nice. Ich glaube, wir kommen nur. So eine Kartoffel wäre noch nice. Ich glaube, irgendwie kommen wir nicht daran. Stimmt, jetzt im Moment ist der Wind gerade ein bisschen. Sagt er? Na, Bitches. Ja, momentan sagt er nein. Weil er halt genau von der anderen Seite kommt. Müssen wir halt warten einfach, oder? Oder hi. Shit. Okay, ich glaube wir brauchen. Ah ja, sehr gut. Der Baumeister Heinzi. Ich find's halt lustig, dass das nicht abbricht. Das war früher so. Ich habe jetzt auch eigentlich damit gerechnet, dass es abbricht. Ich glaube halt, das ist zu weit für einen Hai. Nein, es ist zu weit. Ich glaube, wir fahren aber weiter, weil wir da jetzt ewig stehen. Ich mach kein Loot in die Bude. Nein, da kommt doch gar nichts dabei. Ja, wenn wir stehen, dann kommt manchmal nichts. Sagen, volle Kraft voraus in die Richtung einfach. Da drüben ist dann rechts ist wieder was. Wisst ihr, aber die Wellen sind echt arg. Ja. Aber ich möchte das jetzt einmal bis da nach hinten machen, die Länge.
Und dann auf der anderen Seite noch ein bisschen, dann haben wir, glaube ich, eher ein Riesending. Ich würde es halt auch. Aber das habe ich so auch, aber. Ich würde es halt nicht zu breit machen, sondern dann eher in die Höhe. Nee, aber die Breite mache ich jetzt nur wegen den Netzen. Ach so. Mhm. Bauen müssen wir es dann eh nicht voll unten. Gut, theoretisch, wenn wir eine Treppe hoch machen, könnte man hier dann auch. Der Baum ist schon gewachsen. Wow. Wer auch das immer nach. Dominik hat nachts. Ich mache es gleich. Oh! Ja. Das ging schnell. Ich möchte es nur wegen eben diesen Netzen machen, so breit. Mhm. So mache ich auch, sie sehen nur so links, rechts. Ja. Da, so am Weg quasi. Das Ganze möchte ich dann auf der anderen Seite machen. So Leute, heute gibt's wieder Fisch. Der Beste. Angel braucht halt auch ur viele Ressourcen. Ja. Ich finde halt auch, das Braten zum Beispiel braucht viele Ressourcen. Das Braten? Ja, ich finde, ur viel Holzstämme verbraucht er da. Müsstest dann Baum anbauen. Hm. Gut, haben wir eh. Oh, da gibt's sogar Kokosnuss. So, ich angle jetzt einmal, bis die Angel tot ist. Angeln können nicht sterben. Lost. So, das Holz nehmen wir mit. Okay, jetzt habe ich irgendwas droppt, unabsichtlich. Ein Plastikhaken. Wir steuern auf so ein verlassenes Floß zu. Das sind Schildkröten. Ja. Ich weiß, ich habe letztens versucht, eine zu töten, aber dann habe ich daher angegriffen. Bei Schildkröten, ich weiß nicht, ob das noch immer so ist, aber ist meistens irgendwas drunter. Also im Wasser, oder? Also generell, überall wo Tiere sind, ist auch irgendwas. Sei es Delfine, sei es, wenn das noch aktuell ist. Also entweder ist da unten ein Riff ein großes oder ein Schiff oder so irgendwas. Das heißt, Flossen und Haifischköder werden gar nicht so schlecht dann. Ja, das ist halt. Können wir Flossen schon machen? Na, glaube ich nicht. Da kommt eine Kiste in den Fass. Ja. Kannst du vielleicht ihn steuern? Ich glaube, es ist zu weit weg. Wie bitte? Okay, ich sag nichts mehr. Hast du was gesagt? Nein, nicht. Hast du mich gemeint? Nein, Heinzi. Geh am Platz jetzt, Rambo. Okay, für einen Haifischköder brauche ich einmal einen Hering und eine Seebrasse. Oh, oder was? Ja. Das heißt, wenn du die findest, leg einmal die auf die Seite. So, auf die Seite, okay, dann. So, was hast du gesagt? Eine. Rohe Seebrasse und ein Hering. So, bitteschön, in der Kiste. Danke dir. Wer geht rüber? Ich gehe schon rüber dann, wenn ihr wollt. Ich sehe wahrscheinlich wieder nur eine kleine Kiste drauf. Nicht umsehen, schwimmen. Ja, ganz oben. Oh, jetzt kommt er. Ich hab den Herr. Wir treiben aber eh auf die Insel zu jetzt. Okay. Aber wir fahren ja weiter, wir haben keinen Anker. So. Okay, wie sagst du? Ah, da oben ist eine Kiste. Ganz oben, ja. Jetzt kollidieren wir gleich. Reden wir uns. Das macht Gott sei Dank keinen Schaden. Aber anscheinend dem hat es einen Schaden gemacht. Oder vielleicht weil du die Kiste. Was ist das dann? Das kann auch sein. Okay. War da eigentlich was Interessantes drin? Ich habe jetzt gleich geschaut. Ja, ein Bolzen war wieder drinnen. Oh, ein Scharnierer ist auch drinnen gewesen. Kann man gleich erforschen.
Nein! Stationären Anker. Hab ich jetzt gelernt. Bitte nicht krepieren, bitte nicht krepieren vorher, bitte nicht krepieren. Stirbt er wieder? Ich habe mich verdrückt, ich habe das Salzwasser getrunken, was genau kontraproduktiv. Oh, Gott sei Dank. Okay, das braucht noch länger. Das braucht noch länger, bis wir das da machen können. Da hinten ist eine Insel. Okay, jetzt habe ich schon wieder keinen. Also Angel ist wirklich sehr teuer. Ich glaube, da ist sogar schon fast effektiver, wenn wir voll auf Beete gehen. Nein, wir brauchen einfach nur das bessere Material, dass wir eine bessere Angel machen können. Könnten wir sogar schon, wenn wir drei Schrott hätten. Ich glaube, es scheitert eher an die Bolzen, genau. Nein, die Bolzen habe ich. Habe ich vorhin gerade gefunden. Ja, gefunden, aber wir können noch nicht so wirklich welche machen, oder? Aber du kannst ja eine Angel machen, wenn die schon urlang hält im Vergleich zu anderen, ist das schon ein Materialgewinn. Stimmt. Ich brauche dann, ich überlege, dass ich dann rote... Haben wir noch Radieschen? Die Bolzen hast du aber bei dir jetzt. Die habe ich noch reinstecken, aber warte, ich gebe dir in die Kiste. Ich habe eine rote Rübe, wenn du das als Radieschen bezeichnest. Ja, genau. Kannst du hier das dann einpflanzen? Habe ich. Wenn du es gemacht hast, danke. Und danke, wer von euch sich darum kümmert, dass die Beete immer Wasser haben. Ja, jawohl. Das ist nämlich super dann bei. Schon mehrmals habe ich drauf vergessen, dann hat ein Arbeiter das gemacht. Ja. Nehmen wir. Ja. Shit, wir fahren an der Insel vorbei. Wobei ich halt sagen muss, die Fässer da hinten wären schon auch interessant gewesen. Wollte gerade auch sagen, das sind urviele Fässer. Vier Fässer gleich. Wollen wir uns die nicht zuerst holen, vielleicht? Na gut, das treibt ja aber auch weiter. Das heißt, wir müssen ja zurück dann. Außerdem, weißt du, wegen dem Wind oder sowas, wüssten also wir ja nicht. Blödsinn, wir haben ja keine Art, wir haben ja keinen Antrieb. Ja, aber auf den Inseln waren bis jetzt nicht so der Wow-Loot. Naja. Ja. Da gibt's manchmal Kisten oben, da kann Wow-Loot drinnen sein. Außerdem. In den Fässern ist halt auch keine Wow-Loot. In den Fässern sind halt Ressourcen, die wir eh die ganze Zeit auch so im Wasser finden können, weißt? Ja, stimmt, nur geballt da dann halt. Aber ja, stimmt. In den großen Inseln gibt's halt den besten Loot. Hey, da hinten ist irgendetwas. Das ist grüne. Seht das schaut aus wie... Genau, das brauchen wir auch. Wir treiben ab. Kann ich das einfach so abernten? Glaubst? Oder brauche ich ein Spezielles dafür? Ich hoffe, ich bereue es nicht, dass ich jetzt auf die Insel gehe. Ich versuche. Also ganz hin komme ich eh nicht, weil ja der Wind genau von der Insel weggeht. Ich schaue noch geschwind, ob deine Kiste oben ist und dann, wenn nicht... Ihr treibt aber weiter. Ich komme jetzt einfach mal zurück. Ja, passt. Ich auch, ich jetzt aber. Weil irgendwie kommen wir nicht an die Insel. Ah, heiß hinten. Stabil. Aber ich glaube, da hat was vernichtet jetzt, oder? Nein. Aber dann ist nur zufällig das Holz vorbeitrieben. Ja, das bricht ja nicht ab. So, eine Ananas habe ich. Da ist eine Rieseninsel rechts von uns. Da fliegt nämlich wieder ein Vogel. Ist halt riskant. Ich meine, ich könnte halt mit wenig Sachen auf die Insel gehen. Ja. Kleiner Durchwaschen. Genau, und schon, ob ich irgendwas Interessantes finde. Dass wir alle ein bisschen... Shit, jetzt habe ich mich auch verdrückt.
Jetzt habe ich. Ich brauche ein bisschen was zum Essen. Sollte was. Ja, ich sehe genug da. Ich esse halt einmal die Kartoffeln. So, das putzelt noch. Gut. So, ich mach dir noch ein paar Seile. Ja, Seile. Super. So, ich habe da was Gescheiteres draufgelegt als eine Kartoffel. Also gut, du hast schon Wasser gegossen. Oder wer von euch? Ein Rezept hat wer gefunden. Ja, aber das können wir derweil noch nicht. Das ist das, wo ich gesagt habe, dass wir Dings brauchen. Hätte man nicht Palmenbaum pflanzen sollen? Habe ich eh. Hast du hier einen? Da? In der Mitte. Du brauchst ein ganz großes dafür, das ist so teuer. Es steht ein Baum mitten am Feld, weißt du, und er sieht er nicht. Upsi! Upsi! Passiert. Na, ich würde es anders bezeichnen. Ich weiß nicht, worauf du anspielst. Ich auch nicht. Ich. Hat das Seile jetzt noch? Ich hab's in die Kiste gelegt. Aha! In die vorletzte von rechts. Aber irgendwie komme ich an die Insel ran, richtig. Weil der Wind halt genau ausgeht. Ja, die ganze Zeit schon. Sonst würden wir. Schneller. Ja. Bam, aber das habe ich jetzt da nicht. Oh, seid ihr schnell, Leute. Das wollte ich auch gerade wieder gießen. Das geht halt in einen, also in einen. Ich trinke ja, und du es einfach wieder. Vor allem jetzt, wo du wieder auf die Insel fährst, so kommst du gut auf die ganzen Sachen. Jetzt sammelst du was gut an. So, ich bin jetzt nackert. Ich gehe jetzt so auf die Insel. Was? Der wird jetzt aber ganz schön hoch. Hoffentlich hast du aber einen. Eingang. Wir haben halt leider keinen Anker, sonst könnten wir wirklich alle drei überwaschen. Wie viel kostet mein Anker nochmal? Ich hätte vergessen. Blankes Seilstein. Ich meine, theoretisch könnten wir es machen. Aber wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir auf ein Inselstück kommen, wo wir. Ja, das. Ich tue da so. Und ich glaube. Das ist so auf der anderen Seite ist wahrscheinlich. Vermutlich, ja. Da schaut es gut aus auf der Insel. Wenn wir jetzt dann nach hinten kommen. Na, jetzt ist eh klar, dass es wieder aufhört. Hast du probiert, den Seetank abzubauen? Na, hab ich noch nicht probiert. Aber geht doch nicht anscheinend, oder? Fuck, da hinten kommen jetzt wahrscheinlich nicht rechtzeitig hin. Ah, ich hab den Hai getötet. Stark. Außerdem haben wir ihn getötet, ja? Wo ist Alex hin? Hat er. Ja, aufgesammelt. Schon, aber ich hab was für dich. Ja. Sondern danke. Einer von den coolen bist. Habe ich den jetzt automatisch auf, oder? Nein du musst ihn runterziehen.
Alex, schaffst du es, glaubst du, hier zu bleiben? Ich kann es versuchen. Geht's hier ruhig? Ich versuch's. Wenn ich merke, ich treibe weg, dann rufe ich euch an. Wie rüstet ihr denn aus? Unten auf die Ankleidungsdinger. Bitte? Auf die Ankleidungsdinger unten. Da ist wieder ein Haus. Aber wenn du auf die Insel gehen könntest, wäre das besser. Okay, ja. Mache ich dann später. Da kann man Sachen kaufen. Okay, hier gibt's Händler. Auf meinen Schlecker. Ah ja. Aber sonst ist auf der Insel eigentlich fast nichts. Oder wir haben die, hast du die Insel schon erkundet? Die ist groß. Wie kannst du sagen, dass da nichts ist? Stimmt. Ein Wildschwein ist da wieder. Da oben ist irgendwas. Wow. Alter. Immer seitlich von ihm stehen. Immer.